Dann, jetzt hat der nächste die Urlaub. Die nehmen alle Urlaub. Was haben wir für einen Monat? August oder was? Unglaublich. September. Ja. Herbstferien. Die nehmen immer einen Monat Urlaub. Das möchte ich mir mal gönnen heute. Ich gehe dann mal einen Monat in Urlaub im September und noch mal einen im März. Hast du das nicht neulich gemacht? Ja, aber das war ein Zufall. Oh, Ghosts and Goblins. Jawohl. Ja. Das ist endlich mal ein Spiel, das wir wirklich kennen. Ja. So. Testmuster verteilen. Oh, sonst. Der hat 125%. Du klatschst ihn gerade auf 134%. Wollte ich nur mal, der ach, ist was? Auch schon bei 100%. Hier, die haben alle... Komm. Der ist... Da hätten wir noch Platz gehabt. Wir müssen, glaube ich, irgendwie was an den Rubriken reduzieren. Du hättest einfach einem was anderes geben können, aber nein. Hier, 50% Leserbriefe. Ach, nee, der kümmert sich um alle Leserbriefe und jetzt kam, das ist die Auswertung der Leserumfrage wahrscheinlich. Ah. Das, Nee, da kannst du natürlich nicht runterballern hier. Also die Arcade musst du runterballern, ja. Genau. Und die Hotline. Oder nehmen wir, der macht die Hotline weniger. Ach, das geht nicht, weil, ja. Mach die Kontaktpflege weg. Bringt nichts. Nimm sie weg. Komplett. Nimm die ganz raus, die Kontaktpflege. Unten ist so ein Mülleimer. Ah, okay. So, was haben wir hier? War der jetzt bei 100%? Der war jetzt bei exakt 100%. So, den Programmlistings Messe. Ach, der ist auf der Messe. Nimm die Programmlistings raus und gib dir dem Herrn Raute. So. Hau dir dem gleich drauf, dem da. Weil der hat noch Platz. Okay. Der Jürgen Gerdes, da machen wir, der macht auch Messebericht. Ja. Und dann machen wir aktuelle Meldungen, machen wir dann etwas weniger, weil wir berichten ja schon über die Messe. Ja. Puh, ein spannender Monat. Wir berichten über die Messe und haben auch noch einen Messestand auf derselben Messe, von der wir berichten. Über zwei Redakteure berichten. Genau. Also. Jetzt wird's was. Und so viele Messen gab's damals auch nicht, ne? Naja, gab ja die Übersicht, gab. Es waren immerhin 5 Stück pro Jahr oder so, wenn ich es jetzt noch richtig erinnere. Ich meine, heute machen sie ja immer nur die Riesenmessen. Aliens. Oh. Soll auch ein sehr schönes Spiel sein, habe ich mir sagen lassen. Also, das ist ja nicht Alien Breed, aber... Ja, Dennis, jetzt, du musst es jetzt drauf rumreiten, weißt du? Ich habe das aber jetzt ich so viel Sand eingestreut. Ich glaube, ich habe es mal gesehen. Es kann sein, dass der Michael das mal hatte. War das nicht das, wo du, wie so ein Shooter, die Aliens kommen auf dich zu und so Moorhuhn für Anfänger? So? Das würde ich bei dem Spiel zum Film Aliens, also zum zweiten, erwarten, dass man da große Mengen von Aliens schnitzelt. Du weißt übrigens, dass sogar wenn wir jetzt ein Exklusiv-Dingsbums kriegen, wir keinen Redakteur haben, der es bearbeiten kann. Ist mir egal. So, Arbeitgeber sind sehr beliebt. Weißt du, dann, die halt Überstunden. Und dann von den Mitarbeitern werden wir als positiv wahrgenommen. Jawohl. Genau. Oh, Exklusivtest schon ein Happy Computer. Also unglaublich. Arcana. Die wollen alle keinen Exklusivtest an uns. Zurzeit keine Infos. Ja, das wird nichts. Haben wir noch was in der... Was macht eigentlich unser Sonderheft? Hat schon 21 Seiten. Ja, das Problem ist, wenn die beiden anderen auf der Messe sind, dann wird das nichts. Ja, wir haben noch ein halbes Jahr Zeit, oder? Nee, ich glaube, es ist ein halbes Jahr auf dem Markt. Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit, das irgendwie zu erstellen. Was? Müssen wir es nicht auch irgendwie rausgeben? Aber stand nichts. Au! Oh. Neues Testmuster, Stainless Steel. Dann hat der Freie hat doch noch hier, der Edzard hat doch noch. Noch 9%. Der hat doch noch 9%. Sicher? Müssen wir noch irgendwie 1%... Ja, wir haben aber noch 9 Minuten. Wenn der fertig ist gleich, passt das doch. Macht der 1% weniger Programmlisting. So. Okay. Das Gute ist ja, dass der... Also das Praktische ist ja noch, dass man ja beliebig das noch steuern kann und nicht irgendwie, dass nach 5 Minuten schon 50% der Kapazität ausgegeben ist. Was ja irgendwie realistischer wäre. Ja, also dass du... wenn du nach 5 Minuten... eben nur noch 50% der Kapazität neu verteilen könntest. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Von dem Monat sozusagen. Genau. Ach, jetzt wollte ich jetzt wieder genau, weil ja der Monat dann schon zur Hälfte rum ist. Ja.
Also das ja, ist noch... Du bist ja noch, du hast ja noch so einen gewissen gehässigen Touch, weißt du? Ich bin ja, ja jetzt schon überfordert von dem Magazin, so schon. Und du erwartest jetzt noch die Steigerungsrate. Ja, als Entwickler hätte ich da jetzt nochmal so richtig mitten in den... Das ist dann der Hardcore-Mode. Am Anfang anstatt einfach, Killer und Hardcore. Genau, wir haben ja... Also ist, wir haben ja auch den einfachsten Schwierigkeitsgrad genommen, sonst wird es ja, wobei der unterscheidet sich ja nur in der zur Verfügung stehenden Zeit. Und jetzt gibt es ja eh nichts Neues, also es gab auch kein neues Testmuster mehr. Die Schweine mögen uns nicht. Lass uns keine Zeit verlieren. Dann 18%. Red Hawk. 5 Seiten. 18%. Vernichtet. Auf 18, also das finde ich schon fast wieder cool. Vor allen Dingen alle. Oh, oh, oh. Wollen wir auch Konsolen machen? Eine Rubrik für Konsolen? Ja. Ja? Wir haben jetzt einen Redakteur mehr. Weil der jetzt aus dem Urlaub zurück ist. Gleich, wir klicken auf Ja und dann ist der nächste im Urlaub. Ja, kommt dann. Komm, die paar Konsolen, die. Außerdem, ich meine, der C16 so. Ah ja. Der C16, so wie du es eben beschrieben hast, war ja schon so eine halbe Konsole. Der konnte ja nichts. Ich glaube, das sehen Konsolenspieler irgendwie. Man merkt, dass wir mit Homecomputern aufgewachsen sind. Wobei, ich hatte auch damals einen Atari, so eine als Spielekonsole. Den 2600. Den, der nichts konnte. Ja, ja, der 2600. Aber der war cool. Ja, der war ja von der SV von Ende 70ern. Den haben die ja auch 8 Jahre lang hergestellt. Entschuldigung, du musstest es jetzt breit treten, wann ich aufgewachsen bin, oder? Ja, ich habe den ja auch, aber... ja, ja, ist schon klar. Ja. Ist so. Also ich habe damit sehr gerne gespielt. Und damals war es noch so, dass man da wirklich was reinstecken musste übrigens. Nicht wie heute. So mit CD oder DVD anmelden oder bei sowas. Irgendwas da. Und da kann das ganz online, ja. Ja, am C64 konnte man auch so Module reinstecken. Hatte ich auch mal. Ja. Ich weiß zwar nicht mehr, wie es genau. Von hinten, gell? Genau, in den Modulschacht. Ja. Und was war dieses kleine Ding, was man in die Floppy reinstecken musste, mit diesem Schalterchen? Das war ein Reset-Taster. Also, wenn man den Rechner neu starten wollte, den C64, dann. Wir sind sehr C64-lastig heute irgendwie. Wenn man den neu starten wollte, also man konnte entweder einfach ausschalten oder wenn einem das zu viel Arbeit war oder warum auch immer, konnte man. Interessanter Grafikfehler. Konnte man einen Reset-Taster anschließen, den man an die Floppy angeschlossen hat und der über den seriellen Bus ein Reset-Signal gesendet hat und dann den Rechner neu gestartet hat? Ja, aber ich erinnere mich nicht. Also, ich hatte das Ding mal ausgeliehen von irgendjemandem, aber ich erinnere mich nicht, dass ich das dafür benutzt habe, dass man Resets gemacht hat. War das nicht irgendwie so, du konntest dann da auch cheaten oder irgendwas mit? Ja, das waren so extra Cheat-Module, so Cartridges. Ich habe kurz, deswegen war ich gerade abgelenkt. Auf diese rote Zahl. Panisch guckt, da unten steht eine dicke rote Zahl. Genau, wir haben irgendwie, wir haben für Public Relations, wahrscheinlich ist der Messestand jetzt gerade reingeschlagen. 67.000, bei wie vielen Messen warst du denn? Ich weiß es nicht. Eine. Also, da müssen wir noch mal was tun. Wir haben einen kleineren Fehler, sprich, wir haben 5.000 Ocken plus gemacht und irgendwie... Mann. Ja, aber auf jeden Fall... Haben wir noch ein Magazin, dass wir gerade in den Boden rammen. Aber so mit vollem Anlauf. Seuzilla gegen Red Horn. Mir hat's gefallen. Langfristige Motivation wird garantiert. Kennst du Seuz? Nein. Okay. Biggles, das habe ich ja noch... Also Seuz habe ich wenigstens den Namen schon mal gehört, aber Biggles? Kurzweilige Unterhaltung, aber zu wenig fürs Geld. Ich frage mich, was? Ich habe die Hälfte meiner Jugend ja gedaddelt. Weil die Spiele haben ja auch nicht so ewig gedauert. Also man hat natürlich Spiele gehabt, die ewig gedauert haben, aber die meisten haben ja nicht so ewig gedauert. Aber da sind so viele Spiele, die habe ich noch in meinem Leben nicht gehört. Zombies zum Frühstück. Na also, es geht doch. Weiter so. Ghosts and Goblins, das kenne ich aber. Genau. Sagt mir was. Irgendwas sagt mir das was. Ja, das Ghosts and Goblins, wirklich einer der bekanntesten C64-Spiele, hat auch eine sehr coole Musik. Man spielt den Ritter Dirk. Und muss, glaube ich, seine Prinzessin befreien oder so. Ja. Und läuft in so einer Rüstung rum. Es fängt an auf einem Friedhof. Und dann kommen erstmal lauter Zombies aus dem Boden. Und man muss die dann platt machen. Und wenn man getroffen wird, dann verliert man seine Rüstung. Wird man nochmal getroffen, dann ist man tot. Ja. Sauschweres Spiel. Aber wenn man es kann, sehr kurz. Hat 4 Level. Und ich glaube...
wenn man das wirklich kann, ist man in einer Viertelstunde durch. Gibt bei YouTube Videos davon, also da ist man echt, wenn man nicht stirbt, dann kurzes Spiel. Ich bin dauernd gestorben, ich bin bis zum zweiten Level gekommen und nur gut. Aber cooles Spiel war es. So, und sehr coole Musik. Red Hawk? Jawohl. Das ist Betrug am Kunden. Guck mal, die Grafik ist mittelmäßig, der Sound recht gut und der ganze Rest ist... Motivation, jet. Von Superhelden und Superbösewichtern. Okay. Stainless Steel, hartes Action-Game. Zwischen Verpackungstext und Spiel liegen Welten. Schade. Das ist heute auch noch manchmal so. Ja. Wobei, wenn es noch eine Verpackung gibt. Ja, wobei heute ist ja manchmal zwischen, wie heißt das, zwischen Trailer, Preview, Video von irgendwas und der Realität liegen Welten. Ja. Oder? Wobei man ja sagen muss, heutzutage mit Let's Play Videos kann man sich ja sehr cool angucken, wie das Spiel eigentlich ist. Und dann auch entscheiden, ob man sich das kaufen möchte. Mhm. Gab's ja damals alles nicht.